Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animations Rowdown Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. So, dann fangen wir doch einfach mal wie immer an mit den Kommentaren. Und da haben wir von Nils Davis eine interessante Frage. Herr Gleich, weißt du, wann der Swole Club mal wieder kommt? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das Problem ist einfach, die kann ich dir leider nicht wirklich beantworten. Es hängt damit zusammen, dass der sehr unregelmäßig kommt. Wir hatten irgendwann im Juli den Murica Swole Club. Dann letztes Jahr, also von im Dezember bis Januar, hatten wir einen Swole Club 2017. Und September und Oktober hatten wir einen Swole Club. Also September, Oktober, Dezember, Januar, Oktober, November, Dezember. Das waren gerade mal 2 Monate dazwischen. Dann war ein halbes Jahr lang nichts gewesen. Dann kam der Murica Swole Club im Juli. Falls die jetzt halt nochmal jetzt hier in diesem Jahr... Wer weiß, also vielleicht kommt noch mal im September einer. Ich habe keine Ahnung. Ja, das wird jetzt aber zu eng werden, das glaube ich nicht. Das kann ich, das glaube ich einfach nicht. August, September, Oktober, vielleicht im Oktober, November. Wer weiß, ich weiß nicht, ob sie dieses Jahr noch einen machen. Aber ich gehe mal davon aus, dass bestimmt noch ein zweiter Swole Club in diesem Jahr stattfinden wird. Aber wann, kann ich dir leider so erstmal nicht sagen. So, dann gehen wir weiter rein in den nächsten Kommentar. Der ist von Jan J. Hi, spiele das Spiel noch nicht so lange. Hab heute meine erste Legendary gezogen. Gratulation, kannst du mal schreiben, welche es ist. Und sie hat die Fähigkeit Bodyguard. Ich verstehe die Fähigkeit nicht. Kann mir die jemand hier erklären, please? So, Bodyguard ist eine... Ja. Bodyguard ist eine... Ist wie ein Schild. Ein Schild für die benachbarten Karten. Also rechts und links. So. Immer nur die eine Karte rechts und die eine Karte links neben der, die Bodyguard-Funktion hat. Okay. So. Diese Karte schützt eben vor einem Skill-Schaden. Also bedeutet, die schützt jetzt die benachbarten Karten nicht vor dem normalen Angriff. Also wenn du jetzt eine Karte gegenüber hast, die macht, was weiß ich, 20 Angriff, dann macht die den Angriff normal, dann hauen die 20 Schaden da voll rein. Die werden nicht durch diese Bodyguard-Funktion verringert oder so. Ja. Ebenfalls, was auch nicht dadurch geschützt ist, ist von der Revanche, von dem Payback. Ja. Also gehen wir mal ganz kurz hier in das Deck rein. Können wir mal ganz kurz schauen hier. Das hier ist Payback. Revanche. Da dieser kleine schwarze Teufel hier. Das Ding mit einer unendlich großen Masse. Bedeutet, wenn diese Karte angegriffen wird, wenn der Bänder angegriffen wird, dann macht er automatisch 8 Schaden bei der Karte, die den angreift. Ja, das ist also eine Rache quasi. Dieser Schaden wird ebenfalls nicht vom Bodyguard abgedeckt. Okay. Dieser Effekt ist nicht dauerhaft. Also es bedeutet eigentlich, dass sobald die Karte mit diesem... diese Bodyguard-Karte natürlich weg ist,
Wenn die tot ist, dann ist auch logischerweise der Effekt weg. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass die einmal den Effekt an eine Nachbarkarte abgibt und dann hat die Nachbarkarte die immer und immer wieder, sondern dieser Effekt wird immer nur von der Karte weitergegeben. Wenn die tot ist, dann ist der Effekt weg. Sobald die Karte gespielt wird, ist der Effekt dann auch schon aktiv. Also bedeutet, du hast ja normalerweise, wenn du eine Karte ausspielst, greift die ja noch nicht gleich an. Ja. Aber dieser Effekt tritt dann schon ein. Also wenn ich jetzt eine Bodyguard-Karte rechts eben neben eine andere setze oder auch normal mittendrin eine weg ist und ich setze die mitten rein, dann bekommen automatisch die beiden benachbarten Karten schon diesen Schutzeffekt. Und obwohl meine Karte noch nicht angreift. Ja. Also, was ist jetzt eigentlich davon betroffen von dem ganzen Ding? Du hast verschiedene Schadensskills. Ja, wir haben beispielsweise hier Punch, den Faustschlag. Das ist davon betroffen. Also wenn jetzt diese Blurns Ball beispielsweise 7 Schaden macht mit dem Punch und also auf eine Karte, die durch den Bodyguard geschützt ist, dann werden diese 7 Schaden eben nicht reinhauen können, ja? So, dann haben wir Gas. Bodyguard schützt auch vor Gas und vor der Bombe. Gas, Bombe und Punch. Das sind die Effekte, die verringert werden vom Bodyguard. Okay. So, was haben wir noch? Ach so, wenn du jetzt, sage ich mal, wenn du jetzt, sage ich mal, 2 Karten hast, also hast 2 Bodyguard-Karten, hast eine Bodyguard-Karte, dann hast du eine, zum Beispiel den Peter dazwischen und dann hast du nochmal eine Bodyguard-Karte rechts. Der höhere Bodyguard-Wert ist der, der dann aktiv ist. Ja, also wenn jetzt die Karte rechts oder links von dem Peter einen höheren Bodyguard-Wert hat, dann addiert sich das nicht auf, sondern der höhere Wert ist der aktive. So, ich denke mal, ich müsste das alles jetzt einigermaßen erklärt haben dafür. Und ich werde aber, mit Sicherheit nochmal ein Video dazu machen, weil ich denke, da gibt es dann doch einiges. Ich denke, es macht Sinn, Bodyguard nochmal separat zu erklären, auch von mir aus Hijack. Wollte ich sowieso eigentlich immer schon mal machen, bin aber nie dazu gekommen. Aber ich denke, durch deine Frage jetzt hier macht auf jeden Fall Sinn. Also, super Frage, Jan Jay. Dann werde ich das mal tun. So, dann geht's weiter. Dann haben wir wieder Maxi Max. Hihi. Hi. Bin ich eigentlich einer deiner Abonnenten, mit dem, bei dem du froh bist, ihn zu haben? Also erstmal bin ich froh über jeden Abonnenten. Klar. Du musst es so sehen. Es gibt Abonnenten, die ich niemals kennenlernen werde, weil die eben mit uns nicht in Kontakt treten. Die schreiben uns nicht, die abonnieren uns und bleiben irgendwo anonym im Hintergrund, gucken sich unsere Videos an, denken sich ihren Teil, der Herr Gleich ist ein Depp oder der Herr Gleich ist ganz cool oder der Herr Sofort, oh Gott, oh, der Herr Sofort, wow, ja. Aber wir werden es nie erfahren. Ne? Also ich mag gerne Abonnenten, die ich auch ein bisschen persönlicher kennenlerne. Also jetzt du bist zum Beispiel jemand, gab immer bei uns Abonnenten über die ganze lange Zeit, die wir jetzt schon machen. So lange ist es jetzt nicht, aber ein paar Jahre sind es schon, die regelmäßig bei uns in Erscheinung getreten sind, durch Kommentare oder so und ja, und die einem irgendwo ans Herz wachsen. Also wenn ich jetzt irgendwie plötzlich Maxi Max nicht mehr schreiben würde, würde ich denken, hoppla, was ist jetzt passiert, ja? Und so gibt es bestimmte Abonnenten und Personen, die auch in der Vergangenheit da gewesen sind, die
Ja, die gehören einfach zu unserem Kanal oder haben dazu gehört. Ja, also insofern, Maxi Max, du gehörst zu unserem Animation Throwdown Part. Ja, und bin immer froh über jeden, den ich so, ja, auch ein bisschen persönlicher kennenlerne, weil er einfach mal was schreibt. Ja. Also insofern, ja, ich bin froh, dich als Abonnent zu haben. Und ich hoffe, das bleibt auch weiterhin so. Also, jetzt fangen wir aber an mit dem eigentlichen. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Das war jetzt nicht so geplant. Dann gehen wir jetzt mal hier rein in den Shop. So. Nee, erstmal. Wir gehen rein in den Shop. Nein, wir gucken erst die Mami Box. Das ist nach wie vor die Peggy. Dann gehen wir in den Shop rein. Und dann sehen wir hier die Mythic Farnsworth Box. Ne? So, das ist das, was aktuell da drin ist. Ist eigentlich ganz, ganz cool, die Box. Trippy Chinchilla habe ich auch in einem anderen Video schon vorgestellt. Auch eine ganz coole Box. Ich bin mal gespannt, was am Montag kommt. Und dann gehen wir mal in die Meisterschaft rein. Und jetzt wird's spannend. Erster Combo ist hier der Klaus Heißler. Der Klaus Heißler. So. Und der mit Geldkarten. Naja, Quatsch, mit Geldkarten. Alter Vater, ey. Mit Tierkarten. So. Geldkarten. Bleed. So, dann haben wir hier mit Mr. Business zum Beispiel in der Legendary-Version so. Ja, ist auf jeden Fall eine Kombo, die schon gut ist. Muss ich schon sagen. Ist ein bisschen defensiver. Hat motivieren nach rechts und links. Und Cheer All. Ist eigentlich ganz, also ist nicht schlecht. Ja. Aber 500 Gems würde ich dafür nicht ausgeben. Okay? Macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Da gibt es dann doch andere Sachen, andere Kombos, für die man das ausgeben kann. So, dann kommen wir zur nächsten Kombo. Das ist hier der Master Robert. Und auch hier wiederum muss ich sagen, es ist, ist jetzt hier mit, die ist jetzt wirklich mit Geldkarten, Golden Turd. Das ist eine Combo. Ich meine, ich liebe den Bobby. Ja, der Bobby hat echt geile Combos, aber die Master Robert gehört nicht wirklich dazu. Und ich weiß nicht, ob es noch eine schwächere Combo bei Bobby gibt. Ich kann es euch jetzt nicht genau sagen. Ich glaube, wenn wir jetzt mal ganz kurz da reinschauen, bei Bobby glaube ich nicht. Combo Recipe. So, Cadet Hilde war jetzt erst gewesen. Doghouse Bobby. Jealous Bobby ist mega krass. Rodeo Bobby ist nice. Cupid Bobby, Belly Drum, okay. Dann haben wir ja gut, der Cloud Painter ist ungefähr auf einem Level damit. Cloud Painter, I like Bier, ist gut zum Heilen. Ah, Clown Bobby. Clown Bobby vielleicht, ja. Und der hier, was ist denn das? Kann ich gar nicht lesen. Wenn. Okay, also es ist nicht wirklich die schlechteste Combo mit Bobby, aber was ist denn das? Kenne ich noch gar nicht. Butterball Bobby. Aber es ist eine der. Was ist das? Kenne ich auch noch nicht. Achso, Dance Party Bobby hatten wir ja vor kurzem mal gehabt als Combo-Ding. Ja, Devil Bobby natürlich. Hot Tubbing Bobby, was will ich da damit? Also, ja, es gibt noch ein paar Combos, die tatsächlich schlechter sind, aber der Robert ist nicht wirklich gut.
Der ist nicht wirklich gut. Also, dann lassen wir, ne, mit 500 Gems. Machen wir da nicht. Jetzt kommen allerdings zwei relativ starke Kombos, muss ich sagen. Das ist einmal hier Art of War. Die ist schon auf jeden Fall ganz interessant. Also hat auch motivieren 7. In dem Fall jetzt hier, aber gehen wir jetzt davon aus, dass wir einen Mythic Stewie haben. Schild für alle. Ja. Dann haben wir noch den goldenen Burger. Und gehen wir ganz kurz darunter. Die ist nicht so schlecht. Ja. Würde ich jetzt trotzdem keine 1000 für ausgeben. Würde ich nicht machen. Schild für alles. Ja, aber trotzdem würde ich nicht machen. Also insofern ist nicht schlecht, aber gut, wenn einer jetzt, sage ich mal, da mit Gems um sich werfen kann und hat den Mythic Stewie, dann kann er das gerne tun, aber ich glaube, für mich ist das uninteressant. So, und für die meisten von euch auch. Aber jetzt kommen wir zu einer Kombo, die für einige von euch, also zumindest, sage ich mal, für die, die noch. Jetzt muss ich aufpassen, wie ich mich ausdrücke, bevor ich jetzt hier ein Dislike nach dem anderen bekomme, ja. Weil es ist eine Combo, die ist mega krank eigentlich, ja, anal entstellt. Aber jetzt inzwischen spiele ich sie selbst auch nicht mehr so häufig, eigentlich gar nicht mehr. Und wir gucken mal rein, warum. Also, wir schauen uns mal die Anal entstellt an. Die Anal entstellt ist eine mega, wirklich mega krasse Combo. Ist wirklich geil. So, jetzt hast du hier mit Mythic Bob. Gut, das ist jetzt hier. Ja. Tier-Ani, vitruvianischer Mensch. So, und jetzt kommt die einzige legendäre Karte, mit der man es spielen kann. Das ist halt die Kreissäge. Also ich sag's mal so, für alle die noch nicht so weit vorne sind und so die mega geilen Kombos haben mit nur legendären Karten und so weiter, ja. Die Kombo ist stark. Die Kombo ist sehr stark. Die hat Cripple All und die hat Craze. Also die Karte wird pro Runde immer stärker, ja. Damit habe ich schon viel zerstört in der Vergangenheit. Ja? Wirklich viel. Mit Anal entstellt, wenn die richtig in Fahrt kommt, dann tut die echt weh. Ja? Aber das Problem ist, sage ich mal, ich kann da in der höheren Liga, wenn du so willst, nicht mehr mit einem Dress Rehearsal oder mit einem vitruvianischen Menschen da ankommen. Die Karten haben einfach zu wenig Leben. Die sind super schnell down. Ja, und das ist nicht wirklich toll. Ich meine, okay, was da rauskommt, ist jetzt nicht schlecht, ja, aber nein, ich spiele da keinen vitruvianischen Menschen mehr da oben. Ja. Interessanter ist natürlich Buzzsaw, ja, aber jetzt muss man auch da wieder reinschauen. Jetzt gucken wir mal ganz kurz in diese Combo rein. Was haben wir da eigentlich bei Buzzsaw zur Auswahl? Lohnt sich das, die Karte überhaupt ins Deck zu nehmen? Also mit einem Stewie lohnt sich's nicht. Der Quagmire lohnt sich nicht. Der Peter, mit dem gibt's so krasse Combos, lohnt sich nicht. So, dann haben wir die Tina, okay, die Künstlerin Tina. Ist aber auch, da gibt es auch tausende andere Kombos, die geiler sind, ja. Robot Artist, Peggy. Und Steve Smith hier. Michael Dangle Low, okay, die ist ganz gut. Aber da ist echt, da ist nix. Das ist das Problem. Da ist nichts dabei, wo ich sage, okay, das lohnt sich. Also,
Wegen einer geilen Kombo, den Hank Hill hier noch, aber auch da wiederum. Ich meine, damals war das krass, wenn du so viel Gas gesehen hast. Inzwischen waren andere Karten, Kombos, dieses Gas, aber mit anderen Effekten noch kombiniert. Ja. Gut, der Art Thief Bender ist ganz cool, ja, aber hat auch nur eben, wenn du so willst, gut, er kann die Herzen dann noch mit hinzubekommen. Aber es ist jetzt nicht die krasseste Kombo, die ich mir vorstellen kann, ja. Und wenn man eine Dr. Amy Wong noch hat, den Denkeraffen, dann könnte es schon wieder interessanter werden. Dann hättest du wenigstens mal zwei geile Kombos, ja. Aber hä, wegen zwei geilen Kombos setzt sich eine Karte nicht mehr ins Deck rein. Ja. Anal entstellt. Und hier unten der Denkeraffe. Wobei ich da auch schon inzwischen bessere Kombos kenne oder habe. Deswegen macht das leider für mich keinen Sinn mehr. Aber das heißt aber nicht, dass diese Kombo, das Anal entstellt, schlecht ist. Ja. Das bedeutet, ihr müsst einfach nur schauen. Es gibt Leute, also einige von euch werden die mit Sicherheit im Deck haben. Und werden die auch oft spielen, diese Combo. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Also gerade diejenigen, auch in den unteren Ligen noch, ja. Also in den unteren Arenen. Definitiv ein geiles Ding, ja. Und wenn ihr die habt, gerade weil in dem Bob kriegst du halt schnell zusammen und einen vitruvianischen Menschen kannst du halt schnell erfahren, ja. Das heißt also, das ist eine Combo, die du total schnell zusammenbekommst und die dann auch super effektiv ist. Und da lohnt es sich dann mal hier die Steinchen dafür auszugeben. Ja, aber weiter oben, also ich glaube, ich bin mir sicher, ich hole sie mir jetzt hier nicht. Ja. Da gibt es dann andere Kombos, die mir lieber sind, die auch ein bisschen mehr Sinn machen. So, also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Ihr seht ja, ich gehe auf eure Kommentare ein, auf eure Wünsche auch. Und ja, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Läutet die Glocke, bing, bing, bing. Da würde ich mich sehr freuen. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown. Mit mir, den Herrn, gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.